Heute geht es um die D-Pioneers. Das ist eine NFT-Collection auf Solana, die insbesondere den DePIN-Sektor, also wirkliche Real-World-Infrastruktur mit Blockchain, mit Krypto-Anbindung fördern möchte. Ganz spannende Aspekte finde ich in dem Projekt hier. Ich hatte das schon mal erwähnt vor einiger Zeit im Zusammenhang mit Uproxx zum Beispiel. Das ist ein Internet-Sharing-Protokoll, mit dem die kooperieren. Wenn du Uproxx noch nicht kennst, da kannst du immer noch mitmachen. Du kannst dir passive Einnahmen durch Internet-Sharing erzielen. Ich verlinke dir das unter dem Video einfach mal, kannst du dir anschauen. Und die kooperieren ja mit den D-Pioneers. Und wir gehen das einfach mal durch, was bei den D-Pioneers so passiert und welche Möglichkeiten es gibt. Bevor wir das machen, wie immer hier der Disclaimer. Stopp das Video hier, liest dir das durch, weißt du Bescheid. Ist natürlich keine Anlageberatung, sondern ich zeige dir einfach ein Projekt, das ich selber cool finde und wie du hier siehst, wo ich selber auch einen D-Pioneer halte, nämlich den mit der Nummer 444. Das ist mein NFT, was ich hier habe. Das könnte ich jetzt verkaufen und würde dafür sogar einen guten Teil des Kaufpreises zurückbekommen. Ich habe das, glaube ich, für 2 Solana gekauft im Presale und könnte es jetzt für 1,87 verkaufen. Ich meine, das ist das, was man wirklich bekommt. Mache ich natürlich nicht, weil ich glaube, dass es cool ist und dass es hilfreich ist und dass ich damit langfristig ordentlich verdiene. Es gibt von denen eine Gesamtzahl von nur 10.000, was relativ viel ist, und relativ wenige sind tatsächlich schon verkauft. Das heißt, es sind noch fast 7.000 im Umlauf. Das Ganze ist mega unter dem Radar. Du kannst hier also auf jeden Fall noch einsteigen, und ich verlinke dir natürlich auch die D-Pioneers unter dem Video, wenn du da rein möchtest. Wir schauen vielleicht mal als erstes in meinen Account. Da sehen wir nochmal, genau, ich habe jetzt diese D-Points. Das ist ganz wichtig, dafür bekommt man nämlich Rewards. Und diese D-Points bekommt man, indem man einfach seinen D-Pioneer staked. Und das ist nämlich der hier, den gehen wir mal in die Collection. Und du siehst, bei All ist jetzt 0, aber bei Staked siehst du, okay, ich habe meinen Pioneer hier jetzt in Staking bekommen und fürs Staking bekomme ich Punkte. Das können wir uns auf Twitter auch mal anschauen, da wird es nämlich eigentlich ganz gut erzählt. Staking ist jetzt live, seit ganz kurzem eigentlich erst. Man bekommt einen Punkt für jede 6 Minuten des Stakings. Und die muss man einsammeln. Das heißt, sie werden nicht einfach so gut geschrieben. Man muss in bestimmten Zeiträumen halt vorbeikommen und claimen. Und naja, dann hat man die eben in seiner Wallet. Das kann man einfach ganz easy machen. Und dann werden die einem gut geschrieben. Und für die Punkte bekommt man eben Rewards. Und die kann man ebenfalls claimen. Und solche Rewards gab es auch schon. Das sehen wir jetzt hier auch auf Twitter. Da müssen wir ein bisschen runterscrollen. Genau, zum Beispiel bekam man dafür schon eine gewisse Menge an Up-Token und Wren, einfach dadurch, dass man hier diese Rewards, dass man Punkte gesammelt hat und eben dann, ja, Rewards bekommen konnte. Alleine dafür sind, glaube ich, die D-Pioneers ganz spannend, und was ich eben auch ziemlich cool finde, ist, die kommen mit kontinuierlich neuen Partnerschaften rum. Also hier, sie haben zum Beispiel jetzt hier mit diesem Powered Pod People eine neue Partnerschaft gemacht. Sie sind mit Wren in der Partnerschaft. Uproxx habe ich schon erwähnt. Aber eben auch, ich glaube, mit Koi sind sie zusammen. Also im Prinzip ganz viele DePIN-Sachen, die auf Solana gerade so passieren, sind mit den D-Pioneers irgendwie verbunden. Und darum sehe ich da ein großes Potenzial. Wir können uns hier auch in den Tokenomics nochmal wirklich die ganze Information reinziehen, die Vision, Überblick und so weiter. Wenn ihr das finden wollt, geht einfach auf die Pioneers-Seite. Übrigens, wenn ihr im Presale einen gekauft habt und den noch nicht gemintet habt, dann macht es schnell, weil das geht nur bis zum 30. Juli. Sonst ist eure Kohle weg und ihr habt nichts. Also vergesst nicht, euren Pioneer zu minten. Wir haben das gerade auch schon in der Telegram-Gruppe besprochen. Das heißt, auch da, wenn du in die Telegram-Gruppe möchtest, um bei solchen Sachen immer up-to-date zu bleiben, dann ja, komm einfach gerne in die Gruppe. Genau, du kannst ihn jetzt natürlich kaufen, habe ich ja gerade gesagt, aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, die Tokenomics, genau, die findest du hier ganz unten, kannst du auf Tokenomics klicken, kommst du auf diese Seite, da kannst du dich dann nochmal durch die ganzen Informationen durchlesen. Letztendlich habe ich, glaube ich, das Wichtigste schon gesagt, aber ich habe das hier auch einfach mal rauskopiert und unseren Freund ChatGPT gebeten, mir das Ganze, also hier habe ich es reinkopiert, mir das Ganze zusammenzufassen und zu übersetzen. Und die Zusammenfassung ist eigentlich die, lese ich vielleicht einfach mal vor, das D-Pioneers-Projekt kombiniert Kunst, Technologie und Krypto, um die Adoption dezentraler physischer Infrastruktur, DePIN, zu fördern. Mit hybriden NFTs, die sowohl künstlerischen als auch praktischen Wert haben, will das Projekt Liquidität und Einfachheit in die DePIN-Projekte bringen.
Durch den Einsatz von Solana als Plattform wird hohe Skalierbarkeit und niedrige Gebühren gewährleistet. Das Wirtschaftsmodell basiert auf der Knappheit der NFTs, gibt ja nur 10.000, ihre Nützlichkeit und zusätzliche Belohnung für das Halten und Staken. Der Vorverkauf bietet Frühbucherrabatte und Belohnung für Empfehlungen, das hatten wir schon, das ist vorbei. Insgesamt bietet die D-Pioneers eine innovative Möglichkeit, reale Infrastrukturen durch Einsatz von Blockchain-Technologie zu unterstützen und gleichzeitig künstlerischen und wirtschaftlichen Wert zu schaffen. Also den künstlerischen Aspekt finde ich komplett unwichtig. Ehrlich gesagt, ob das jetzt hier mir eine schöne Katze zeigt, ein Hund oder vielleicht einfach nur ein graues Feld, wäre mir persönlich völlig wurscht. Mir geht es einfach darum, dass ich mit dem D-Pioneers sozusagen in eine ganze Reihe an verschiedenen Deepin-Projekten auf Solana investiert oder zumindest involviert bin, dadurch Airdrops bekomme, wie wir das hier gerade ja schon gesehen haben, diese Rewards, die man hier abgreifen kann, hier sowas und wahrscheinlich Whitelist-Spots, Zugänge zu Projekten relativ früh. Also ich glaube, die sind eigentlich eine Eintrittskarte für ganz viel, was gerade auf Solana passiert. Darum finde ich die D-Pioneers cool. Checkt es gerne mal aus. Wie gesagt, alle Links sind unter dem Video. Da findest du eigentlich alles, was du dazu wissen musst. Und wenn du Updates zu solchen und ähnlichen spannenden Projekten nicht mehr verpassen möchtest, einfach Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, komm in die Telegram-Gruppe. Ich freue mich auf Feedback und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.